ich bin Philipp Matthias, ich komme aus Weimar, gehe aber nach Naumburg auf die Landesschule Pforta zur Schule. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie man die Zustandsgrößen von Sternen bestimmen kann. Also die Masse, die Größe, die Temperatur, den Abstand zur Erde und so weiter. Dafür habe ich ein Spektrometer gebaut, das man an ein Teleskop schraubt. Dieses Spektrometer spaltet das Licht, das vom Stern aufgenommen wird, in die unterschiedlichen Spektralfarben auf. Aus diesem Spektrum kann man theoretisch die Zustandsgrößen der Sterne bestimmen. Das ist aber sehr aufwendig. Ich habe es selbst ausprobiert, hat 2 Stunden gedauert. Also muss ich mir eine Idee einfallen lassen, wie das anders geht. Und dafür habe ich ein Programm geschrieben, das die Analyse eben vollständig automatisch vornimmt und innerhalb von 2 Sekunden die vollständige Auswertung und Klassifikation des Sterns vornimmt. Besteht aus einem 25 Mikrometer breiten Eintrittsspalt, wo das Licht in das Spektrometer eben eintritt. Dann kommt eine Linse, durch die das Licht kollimiert wird, auf ein Dispersionsprisma trifft und über einen Umlenkspiegel und einen weiteren Achromaten auf den Kamerachip. Ich bin auf das Projekt gekommen, indem meine Schule ein Spektrometer für die Schulsternwarte sich zulegen wollte. Das Problem ist, Spektrometer bisher sind sehr teuer. Allerdings habe ich ein einjähriges Praktikum am Fraunhofer-Institut gemacht. Da bin ich jeden Mittwoch hingefahren und hatte dort die Chance, für meine Schüler ein Spektrometer zu bauen. Herzlich willkommen bei dieser großartigen Preisverleihung unter diesem tollen Kuppeldach. Aufträge hat er schon, 20 braucht er noch für sein Start-up. 1000 Euro vom VDE helfen auch. Qualität, die auch bisherige Spektrometer aus dem Internet liefern. Dabei kann ich es aber für die Hälfte des Marktpreises anbieten. Deswegen ist es für Schulen wahnsinnig interessant. Außerdem ist es viel benutzerfreundlicher, für jedes Teleskop einsetzbar und dieses Auswertungsprogramm liefert kein anderes Spektrometer, das bisher auf dem Markt ist.